Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, hallo liebe Freunde und auch hallo an alle, die sich irgendwie nicht in eine dieser drei Gruppen einordnen lassen. Willkommen zu meinem Jahresrückblick. Wer mich schon seit längerem verfolgt, weiß, dass ich gerne am Ende des Jahres bzw. am Anfang des neuen Jahres ein Video hochlade, in dem ich mal so ein bisschen darüber spreche, was in einem Jahr alles so passiert ist. Und normalerweise beginnt das damit, dass ich so ein bisschen auf den Rückblick von Gronkh eingehe, weil der jedes Jahr auch super cool ist, aber irgendwie habe ich den bis jetzt noch nicht gefunden. Deswegen ein ganz improvisiertes Video jetzt eben hier so. Ich wollte mich eigentlich ein kleines bisschen hier drauf vorbereiten, habe mir auch die eine oder andere Zahl gerade noch im Kurzzeitgedächtnis gemerkt, aber so im Allgemeinen habe ich jetzt einfach gesagt, ach leck mich doch, das Video wird eh wieder länger werden, da kannst du auch ein bisschen einfach so hinlabern. Vielleicht zwei kleine Sachen vorweg. Zum einen, Skate, machst du nicht Pause? Naja, also YouTube-Pause. In dem Sinne mache ich nur, dass ich momentan kaum bis keine Let's Plays hochlade. Also bis auf die eine Folge Sparks Challenge, die ich pro Woche bringen möchte. Aber YouTube-Pause im eigentlichen Sinne, was ich jetzt allein in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr regelmäßig Videos gebracht habe, schon für YouTube gemacht habe. Oh je, also ich muss schon sagen, es ist schon ein Unterschied, nicht täglich Videos hochzuladen. Das ist sehr, sehr entspannend, muss ich sagen. Es bleibt mehr Zeit, um mal andere Sachen zu machen. Ich habe jetzt wesentlich mehr geschlafen, gezockt und Musik gemacht. Aber ansonsten bin ich momentan sehr, sehr viel am Planen für 2014. Weil wie jedes Jahr wird hoffentlich auch 2014 wieder alles der vorherigen Jahre überbieten. Der zweite Punkt, den ich vielleicht noch, bevor ich zu diesem Überbieten kommen möchte, ansprechen will, vielleicht höre ich mich momentan ein kleines bisschen anders an. Das liegt daran, dass ich momentan am Mikrofon rumprobieren bin. Mir wurde freundlicherweise ein NT2000 von Rode zur Verfügung gestellt und das passt auch ganz gut, weil ich ja so momentan mich ein bisschen am Rumprobieren und das ist jetzt mal so der Großmembraner-Sound. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das noch verhält. Also im Video aussehen tut es schon mal scheiße. Das kann ich sogar jetzt schon sagen. So viele Tests habe ich schon gemacht. Da war das Headset schon besser. Gucken wir mal, was sich am Schluss durchsetzt. Ich habe gerade eben von Übersteigen geredet und da hat das 2013 ja wirklich einen Namen gemacht. Um mal nur die Zahlen zu nennen, wie in meinem letzten Jahresrückblick, der auch irgendwie 50 Minuten lang ging tatsächlich, könnt ihr in der Videobeschreibung nachgucken, wenn ich es nicht vergesse, haue ich den da rein. Zahlenmäßig hat sich 2013 viel getan. Wenn ich einem Video, das ich Anfang 2013 aufgenommen habe, Glauben schenken darf, hatte ich damals irgendwas um die 14.000 Abonnenten. Momentan sind es relativ stabil. 42.000 Abonnenten. Die Zahl wächst momentan nicht allzu viel. Das ist auch kein Wunder, weil sehr viele Leute momentan wieder gehen vom Megaprojekt. Und trotz der doch also für meine Verhältnisse zufriedenstellenden Abo-Zahlen sieht man die halt einfach nicht, weil so viele Leute jetzt, wo hier dieses krasse Cross-Promo-Event vorbei ist, die halt doch wieder keinen Bock auf den alten Skate haben. Naja, jedem wie er es will, besser das als tote Abonnenten, würde ich mal sagen. Ja, also das war so abomäßig ist einiges gegangen, auch viewmäßig. Circa 50% meiner Aufrufe auf diesem Kanal, momentan circa 6 Millionen, habe ich dieses Jahr gemacht, also etwa 3 Millionen Aufrufe. Im Vergleich zu manch großem YouTuber ist natürlich auch das rein gar nichts. Ich glaube, Gronkh macht das in 3 Tagen. Aber hey, also für mich war das schon ein extremes Wachstum. Das ist auch nach dem Megaprojekt natürlich ca. 30% wieder gesunken ist, aber es ist trotzdem stabil und ich freue mich über alle, die nicht nur für das Megaprojekt, sag ich mal, auf meinem Kanal waren. Bevor ich da mehr zum Megaprojekt erzählen will, vielleicht noch ein paar Sachen, wie das Jahr begonnen hat. Ich fange einfach mal im Dezember 2012 an, denn dort ist schon das erste für dieses Jahr prägende Event stattgefunden, denn da habe ich mich mit einem allzeit bekannten Serverhoster namens Nitrado angelegt, wäre das falsche Wort, eher angefreundet, wurde Nitrado Partner und habe dann Anfang Januar auch meine Webseite veröffentlicht, skate702.de. Ach, richtig cool, da konnte ich dann endlich mal alles sammeln und so weiter. Es sind stolze 20 Seiten Videomanager. Also wer selber Let's Plays oder YouTube-Videos macht, weiß, was auf so eine Seite Videomanager draufpasst. Stolze 20 Seiten davon habe ich dieses Jahr produziert. Das sind dann umgerechnet circa
400 Videos? Ne, das müssten mehr sein. Ich habe doch dieses Jahr mehr als 400 Videos gemacht. Also müssen mehr sein. Frag mich nicht. Irgendwie sowas ist auch egal. Und damals, Anfang Januar, ja noch mit meinem alten Kanalprinzip, das damals neu war, ne? Vielleicht erinnert sich jemand zurück, da hatte ich Skyblock und die Minecraft Adventures und ich hatte die Let's Fun Serie, wo ich alle möglichen Nicht-Minecraft-Spiele gespielt hatte. Irgendwann hatte ich dann auch mal ein Outro, das ich mir gebastelt habe und normales Minecraft-Let's Play und boah, das ist schon irgendwie wieder so lange her und so weit weg. Da hatte ich dann auch die neuen Sachen von meinem PC und konnte endlich vernünftig mit Shader zocken. Das ist erst ein Jahr her. Das ist irgendwie, wow. Also seitdem waren dann auch die Videos in bessere Qualität. Natürlich noch alles HD. Full HD war von dort noch weit, weit weg. Und ja, auch natürlich Real-Life-technisch war damals erstes Semester. Das ist schon, zeitlich ist das schon interessant gewesen, obwohl jetzt hier ein Jahr später das zeitlich noch viel, viel knapper war. Ich spule mal so ein bisschen weiter vor. Hier, ich habe nämlich gerade auf dem zweiten Bildschirm noch den Videomanager auf. Hm, lass mal gucken hier. Ah ja, genau, die Server-Tests hatte ich ja auch noch. Ja, genau, so hat das angefangen. Und ja, auch San Andreas hatte ich da schon, da ist nicht allzu viel gekommen. Und dann habe ich meinen ersten so richtigen Vlog gemacht. Ich erinnere mich, damals noch mit Webcam-Qualität, denn die Kamera, die ich momentan, die Spiegelreflex, mit der ich es momentan aufnehme, das ist ja auch dieses Jahr passiert. Ich gehe mal noch mal ein bisschen weiter vor, bis wir was Relevantes hier haben. Wie gesagt, ich habe mich bis auf die Zahlen, die ich am Anfang jetzt genannt habe, nicht weiter darauf vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, das wird eh wieder so ein längeres Labervideo. Und da werden die meisten jetzt zu diesem Zeitpunkt eh schon ausgeschaltet haben. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch dran sind, die, naja, sie werden wahrscheinlich das Video auch gucken, wenn ich jetzt hier nicht so die, ja, ihr versteht, was ich meine, also Mods die Qualität bringe. Es hat sich ziemlich lang dann doch noch gezogen, bis in den März und wenn ich sogar hier gucke, April rein, dieses Format, bis ich dann irgendwann mal so für mich entschieden habe, dass Server-Tests nicht für mich so wahnsinnig passend sind, nicht unbedingt sein muss, dann hatte ich auch noch Skyblock durch und dann kam ein neues Projekt am Ende von Skyblock in der Minecraft 1.5.1 namens Tropic Jump. ja, ich sollte vielleicht, ich habe noch was zu trinken da, perfekt. Ah, so viel reden, hey. Wir sind nur wieder 8 Minuten und ich habe noch nicht mal angefangen, ne? Tropic Jump, ja, das war neu, das war toll, das war wunderbar, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, als es neu war. Wow, das war so, ich hatte richtig, richtig Bock da drauf und es ist auch, boah, wenn ich mir hier die Fuse alles angucke, ist es auch unglaublich gut angekommen. Im Verhältnis zu manch anderen Sachen. Hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen, wie ihr wisst, Tropic Jump ist momentan abgebrochen. Ich will die Map immer noch fertig machen, also das Versprechen steht nach wie vor. Aber also die Motivation dazu fehlt momentan so ein kleines bisschen, sich dann nochmal dran zu setzen, weil mein Problem, was für dieses Projekt dann auch das Aus bedeutet hat, war mein verdammter Perfektionismus, der vieles zunichte gemacht hat, weil ich einfach unbedingt das Beste und sowieso und naja, das war dann nicht so optimal. Und so wurde aus Skyblock Tropic Jump. Und die Geschichte geht weiter auf Seite 13 von meinem Videomanager. Ja, damals hatte ich dann auch, hier sehe ich jetzt gerade, im Mai habe ich dann auch meine Kamera bekommen. Was heißt, ja, bekommen. Kamera gehabt und habe dann mit Survival Games angefangen und so. Habe dann auch den ersten Kontakt damals zu Ungespielt gehabt, mit dem ich ja meine erste Survival Games Runde aufgenommen habe, die ich auch noch gewonnen habe. Ein unglaublich episches Video, das ich mir selbst gar nicht ergründen konnte und das Simon und ich auch ziemlich gefeiert hatten, weil wir es beide nicht so verstanden haben, wie und was, aber naja, okay, dann hatte ich die ersten Vlog-Möglichkeiten, so hatte auch meinen eigenen Merch im Mai dann. Mauspad und Autogrammkarten und Kugelschreiber. Ich wollte eigentlich sogar noch USB-Sticks, aber es war mir dann doch zu teuer. Und habe einfach weitergemacht, so wie bisher. Aber irgendwie, es lief nicht so ganz. Die Zahlen sind gesunken und gesunken und trotz meinem Superprojekt Tropic Jump hatten irgendwie die meisten nicht mehr so Bock auf hier den Skate 702. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe dann auch irgendwann meine Aufnahmemethode auf das jetzige, was ich bis vor einer Woche noch hatte, weil inzwischen nehme ich wieder ein bisschen anders auf.
warum werdet ihr im Februar noch sehen, geändert. Und dann, genau, ich sehe es hier gerade im Mai, habe ich dann angefangen, mich zum ersten Mal mit Feed Beasts auseinanderzusetzen. Wie ich hier sehe, Vlogs habe ich trotzdem noch gemacht. Und dann kam der glorreiche Moment, der 13. Juni, 16 Uhr, Free Candy, Nummer 1, Minecraft Megaprojekt. Damals Feed, ungespielt und Subprime. Da hat es begonnen, der abnormale Push dieses Jahres, das Projekt, das mich über ein halbes Jahr begleitet hat. Das Megaprojekt. Was soll ich sagen? Auf einmal habe ich unglaublich viele coole Leute kennengelernt und über die Zeit kamen immer noch mehr coole Leute mit dazu, zu denen ich nach wie vor Kontakt habe und über die ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass ich diese kennengelernt habe, muss man so sagen, und die auch cool sind und alles drum und dran. Und mit denen auch sogar noch Projekte kommen werden, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt, das Megaprojekt. What? Das war schon krass. Riesige Aufmerksamkeit für meinen Kanal, die Zahlen sind explodiert, der Spaß nebenher auch. Ich konnte das gar nicht glauben, wie schnell das abgegangen ist. Mit den ganzen Leuten aufgenommen, quasi nur noch zusammen Let's Played. Dann später zum Beispiel auch den Debitor kennengelernt, den ich selbst aktiv über ein, zwei Jahre geguckt hatte als Let's Player. Sein Minecraft Let's Play damals fand ich immer inspirierend. Und dann auf einmal hier mit ihm aufnehmen und es war einfach so krass, die ganzen Größen, sage ich mal, von Deutschland in einem Projekt vereint und ich war da irgendwie auch noch mit drin. Das war schon eine ziemlich coole Sache und ich scroll mal wieder nochmal ein bisschen vor. Hat natürlich dann so gesorgt, dass andere Projekte erheblich pausiert wurden. Ich meine, Anfang dieses Jahres hatte ich schon GTA, Minecraft und Tropic Jump und ich bin jetzt inzwischen bald mal mit GTA fertig, ne? Das ist schon... Ich hatte lange Projekte dieses Jahr, also ich habe nicht so viel geschafft, wie ich gern geschafft hätte. Natürlich im Hintergrund immer noch so ein bisschen Survival Games und so, naja gut, GTA kam trotzdem noch hin und wieder. Sehe ich jetzt gerade noch neue Shader wieder, aber wirklich nur dominierend Megaprojekt, einfach weil es war so, ich habe das gesuchtet, ey. Ich habe das, ich meine, ihr habt das selber bemerkt, diejenigen Leute, die damals schon dabei waren. Ich habe da so viel im Voraus aufgenommen, dass ich teilweise einen Monat lang kein Megaprojekt aufgenommen habe, weil ich so weit voraus war. Boah, damals gab es ja diese Zeitbeschränkung und alles und ich habe so hart gesuchtet da drin. Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Ja, und so ist auch jetzt hier zum Beispiel Seite 10 von meinem Videomanager einfach nur von Megaprojekten dominiert. Natürlich kamen die anderen Videos auch noch, aber sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig, muss ich wirklich sagen. Ja, aber, ach genau, dann kamen wir noch zum Höhepunkt. Ich dachte schon, jetzt kann ich davon nur berichten, wie das Megaprojekt langsam zu Ende ging und so, aber von wegen, so weit sind wir noch lange nicht. Dann kam ja erstmal noch der Höhepunkt von der ganzen Geschichte, die Gamescom. Für mich der totale Abfuck, weil ich war da dran, schon eine Woche davor weg auf dem Summer Breeze Festival, Metal Festival, die sich vor allem dadurch aufzeichnen, dass du in viel zu kalter Luft viel zu wenig Schlaf hast, viel zu viel feierst und viel zu wenig tatsächlich von Bühnenprogramm mitbekommst, ein Metal Festival eben. Und ich kam schon krank auf die Gamescom. Und danach war ich erstmal tot. Ja, also das war dann wirklich, wirklich zu viel. Gamescom 2013. Alter. Das war mal eine Geschichte. Ich habe so viele Leute mal im Real Life kennengelernt und so viele Leute getroffen und mich mit fast allen getroffen, die ich selber gucke. Boah, das war wirklich wow, ne? Zwei Leute habe ich leider nicht getroffen, die ich noch gern getroffen hätte. Auf der einen Seite Gronkh, weil ich hätte ihm auch mal gerne die Hand geschüttelt. Auf der anderen Seite Cold Mirror, wo ich absoluter Fan von bin. Hat gesagt und habe ich auch gesehen, dass sie auf der Gamescom war, aber leider nicht da, als ich dort war, verdammt. Schade. Aber ich habe viele, viele, viele Kollegen von mir getroffen. Das ganze Megaprojekt-Team, ich weiß noch am ersten Tag, wie wir einfach viel zu grottig schlechtes Schnitzel gegessen haben und Kart gefahren sind. Irgendwo abseits, als noch nicht hier so viel Zuschauer oder andere Leute auf die Gamescom kommen durften, wegen Business-Tag und so weiter. Hab dann auch die Leute von meinem Netzwerk getroffen und viele Kollegen, die ich von früher kenne und so. Den Lord Toad und den Zero zum Beispiel. Zero
zwischen den Hallen mal 5 Minuten gehabt, bevor ich dann weitergegangen bin. Hab sogar den Typ gesehen, der die Synchros macht für Super Mario. Das fand ich das super geilste überhaupt. Da bin ich dann auch hingerannt und hab alles gegeben für einen guten Platz, weil den wollte ich unbedingt mal in echt sehen. Dann habe ich den Typ, der die Super Mario, it's me, Luigi, weißt du, der diese Stimme da macht, den mal live gesehen. Das war auch so ein absolutes Highlight für mich. Und ein anderes Highlight natürlich, viele Leute haben sie vielleicht irgendwo bei sich im Zimmer hängen. Ich habe die Bilder davon, die Autogrammkarten, ja. Ich habe viele Leute getroffen, manches Autogramm vergeben. Tatsächlich nicht so viele Leute haben mich erkannt, wie ich gedacht hätte, obwohl viele Leute auf der Suche waren, das habe ich so mitbekommen. Aber naja, ich habe ja keine Dreadlocks, mich erkennt man nicht auf Anhieb. Im Gegensatz zu ungespielt, der war ja wirklich irgendwann einfach nur noch von Leuten umgeben, aber bei ihm ist es auch wirklich, ihn erkennt man ja auch sofort. Das habe ich bei vielen mitbekommen, dass man einfach die Leute nicht gesehen hat. Ja, für sowas gibt es halt Fantreffen. Letztlich, Gamescom für mich war purer Stress, war zwar wunderbar, aber ich bin nur rumgerannt. Ich hatte keine ruhige Minute. Ich weiß, dass ich mich dann irgendwie mal für 10 Minuten hingechillt habe, zum Beispiel, als ich die Sophie dann auch noch getroffen habe oder so, und mal nichts gemacht habe. Ansonsten bin ich nur rumgewuselt und habe einen Versuch, ich habe so versucht, wirklich so viel wie möglich rauszuholen, so viel wie möglich Leute zu treffen, wie nur möglich. Bin irgendwo auch noch LeFloid und Frodo, war das Frodo? Ja, ich glaube Frodo, über den Weg gelatscht. Einfach so, weiß ich auch nicht. Die haben irgendwas gerade in dem Moment gefeiert, mich nicht wahrgenommen, ist mir egal, weißt du. Und ich habe einfach, mir ging es gar nicht um die Spiele. Ich habe wirklich auf der Gamescom 2 Spiele gespielt. Saints Row 3, oder? 3 ist ja, nee, Saints Row 4, was ziemlich geil war. Und Pflanzen vs. Zombies 2. Das ist das Einzige, was ich auf der Gamescom selbst gezockt habe. Ansonsten habe ich nur mich aufgerackert, um möglichst viele Leute kennenzulernen im Real Life. Mal diese Welt, in die ich momentan einen Großteil meiner Zeit investiere. Und das schon seit 3 Jahren, mal die Personen persönlich kennenzulernen. Das war mir ganz wichtig und das habe ich geschafft. Zum Beispiel, als ich neben einem Typ hergelaufen, ihn angeguckt, hey, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Shuffle. Ach, du bist Shuffle, weißt du, der hat ja sich davor auch nicht gezeigt und so weiter. Also, war super lustig bei manchen Leuten und so. Du bist der und der, zum Beispiel, als ich Broken Thumbs begegnet bin. Und er so, hey, bist du Skate? Ja, bin ich, wer bist du? Ja, ich bin der und der von Broken Thumbs. Ich weiß gar nicht, wen von beiden ich getroffen habe. Boah, ich weiß es gerade echt nicht. Einen von beiden habe ich auf jeden Fall getroffen und ich habe ihn angeguckt, du, das glaube ich dir nicht, zeig mir mal bitte deinen Ausweis. Dann habe ich echt auf dem seinen Presseausweis oder Presseticket nachgeguckt, da stand dann Broken Thumbs, dann habe ich es ihm geglaubt. Und so weit geht das halt. Und die ganzen Leute getroffen, ich meine, da ist auch ein Video drüber im Internet. Das war super cool. Ja, viele Leute habe ich nicht gesehen, das ist schon auch viele Leute, die ich noch treffen wollte, hat einfach die Zeit nicht gereicht. Das Letzte, was ich dann von anderen YouTubern gesehen habe, war ein High Five mit Zips. Weil er hat mich zu der Zeit noch gar nicht gekannt, bin ich an ihm vorbeigerannt. High Five! Und dann ging der Bus nach Hause. Ich war leider nur 2 Tage da. Und die traurige Nachricht ist auch, nächstes Jahr bin ich gar nicht da. Denn da ist das Summer Breeze wieder zeitgleich zur Gamescom. Und das Summer Breeze Lineup ist so genial. Und ich gehe da wieder mit allen Freunden hin. Das ist einfach, ich kann nicht auf die Gamescom kommen, Leute. Tut mir leid. 2014 muss die Gamescom wieder ohne mich stattfinden. Ja, ist nun mal so. Also das vielleicht, ja, das war tatsächlich der Höhepunkt. Megaprojekt mit Gamescom war da definitiv der Höhepunkt des Jahres und auch der Höhepunkt in meiner YouTube-Karriere bis jetzt. Gut, gehen wir ein bisschen weiter auf den Seiten. Ich habe schon mehr als die Hälfte hinter mich gebracht. Oh ja. Irgendwann hat es dann mal angefangen. Neue Thumbnails habe ich mir irgendwann gebaut. Hihihihi. Megaprojekt, die ersten Leute sind gegangen. Project Hero hat begonnen. Ohne mich. Frag mich nicht warum. Ich hatte irgendwann mal, also eigentlich relativ früh noch, als es, glaube ich, noch gar nichts ausgemacht war, schon gesagt, dass ich eigentlich auch dort wieder weitermachen will. Aber, naja, keine Ahnung, ist irgendwie unter den Tisch gefallen oder sie wollten mich nicht oder ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich meine, viele vom Megaprojekt, aber nicht alle haben dort weitergemacht. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist vielleicht auch ganz gut so, weil so konnte ich mich dann mehr noch aufs Megaprojekt konzentrieren, wo ich ja bis zum bitteren Ende hin noch aufgenommen habe und mich mit beschäftigt habe. Und ich meine, das muss ja auch sein. Und es hat mir auf jeden Fall trotz allem diese ganze Technik viel, viel Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob Hero wirklich was für mich gewesen wäre,
wegen dem vielen Roleplay, obwohl ich momentan auch exzessiv Skyrim suchte, also Rollenspiele sind schon was für mich, ach, ich weiß nicht. Was aber dann begonnen hat, Scratched by Forns, meiner Band, das erste Video, das ich mal so außerhalb von Let's Play oder Vlog technisch gemacht habe, das erste, was an Musik erinnert hat. Ja, ja, so hat es begonnen dann, die Musikermacherei. Das heißt, die mache ich eigentlich schon so viel, viel länger, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich mal auf meinem Let's Play-Kanal gepostet habe. Dann das Voting, das, naja, gescheitert ist, weil es geändert wurde. Und das zweite Voting, wo wir dann nochmal gewonnen haben. Und ja, dank euch waren wir dann auf dem Rock Without Limits und konnten das spielen, konnten viele Leute kennenlernen, Bekanntschaften, Sachen knüpfen. Total cool, wirklich. Und für uns ein sehr, sehr prägendes Ereignis. Wir nehmen jetzt, wenn alles glatt geht, demnächst unsere erste EP auf im Studio und wachsen als Band auch so an Reichweite und an Größe und an musikalischem Können und so weiter. Versuchen uns weiter zu professionalisieren. Und ein wesentlicher ausschlaggebender Punkt war tatsächlich jetzt dieses Rock Without Limits, das dank eurer Hilfe nur möglich war. Also an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön dafür und ich habe hier als Gegenleistung auch dafür dann meinen Musikkanal veröffentlicht. Im Hintergrund gingen die Let's Plays stetig weiter, weniger Megaprojekt, dann wieder Tropic Jump, dann pausiert, ich sehe es gerade hier. Und irgendwann dann den Fokus wieder gelegt auf die anderen Projekte. Minecraft Let's Play irgendwie immer weniger geguckt worden von vielen Leuten. Ich verstehe gar nicht. Wahrscheinlich ist es einfach normales Let's Play zu langweilig. Und dann Ende Oktober das erste Minecraft Mini-Tutorial. Das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich wieder ein professionelles Tutorial-Projekt gestartet habe. Ja, super gut angekommen, muss ich schon wirklich sagen. Die Videos, diese kleinen Mini-Tutorials machen mir ziemlich viel Spaß. Ich habe nur selten die Zeit für diesen Monat. Kommt irgendwann auch nochmal ein solches, mal sehen, wann ich die Motivation finde, also geplant ist es, ich weiß noch nicht welches Thema, keine Ahnung, werden wir so sehen. Was haben wir hier noch? Ja, diverse Sachen, Projekte, Gedöns, nochmal neue Thumbnails. Übrigens habe ich mir in den letzten Tagen nochmal neue Design für Februar dann, wenn es weitergeht und so. Und dann, ja, während Megaprojekt weiter in den Hintergrund gerückt ist, Sparks Challenge hat begonnen, ein richtig cooles Projekt, das ja nach wie vor noch nicht zu Ende ist, auch wenn ich mich, glaube ich, gar nicht so schlecht anstelle. Der erste hat es tatsächlich schon geschafft hier, nach 29 Parts, ich habe was gesehen, Togo Let's Play oder so. Richtig krass, in so kurzer Zeit. Aber der hat sich, glaube ich, auch ziemlich gut angestellt, also da fail ich manchmal ein bisschen zu viel. Ja, hat dann begonnen und cool, dann mein erstes Skate kommentiert, Kommentare kommentieren, auch super gut angekommen und werde ich auch weitermachen. Vielleicht sogar noch diesen Monat ein paar davon, da gucken wir mal. Und dann hat es angefangen, Musik, Release, Livestream und mein Musikkanal. In der Zwischenzeit sind dort auch schon wieder zwei neue Videos oben, die natürlich ein bisschen mehr Arbeit sind als so ein Let's Play. In einem haben wir innerhalb von kürzester Zeit einen Song geschrieben und das andere ist ein House-Hip-Hop-Beat, so ein Elektro-Irgendwas. Frag mich nicht, ich kann mich mit elektronischen Musikrichtungen kein bisschen aus. Vielleicht was für Leute, die das eh interessiert, so normale Musik gibt es jetzt dort auch zu hören. Und ich komme nachher nochmal dazu, was da noch so geplant ist. Ja, und dann kam der Dezember. 1. Dezember. Wie heißt das? Ne, 11. September, das war das von Julians Blog. 1. Dezember reibt sich irgendwie auch drauf. Ja. Der Trash-Adventskalender. Ursprünglich nicht als Trash-Adventskalender geplant, aber inzwischen irgendwie halt doch dann dazu gekommen, weil irgendwie haben wir es ein bisschen verkackt. Manche Leute hassen uns jetzt dafür, tut mir auch leid, aber irgendwie, naja, ein bisschen ausgeartet am Schluss. Und das war dann der Dezember und so ist es dann am Schluss zu eng gegangen mit 3 Videos pro Tag, hat mich fast zerrissen, weil nebenher im Studium, also die letzten Nächte, bevor ich dann alles fertig hatte, habe ich dann auch nicht mehr geschlafen, weil ich hatte einfach null Zeit. Ich weiß, wie ich um 4:30 Uhr morgens da saß und die Videos noch fertig gemacht habe. Das war teilweise schon ein bisschen krass. Ja. Und so endet die Geschichte. Ende Dezember, das war 2013. Ein absolut krasses Jahr, dann noch mein Let's Play-Experiment, aus dem ich viele Schlüsse ziehen konnte, die sich auch Auswirkungen auf Projekte und Arten, Sachen zu machen. 2014 jetzt
haben werden und so. Und dann das Finale noch. Und ja, am Schluss keine Thumbnails mehr, weil ich nicht mehr zu Hause war und keine mehr erstellen konnte und das nicht im Voraus auch noch geschafft habe. Was soll's? Mega Projektende. Und so kann man tatsächlich sagen, endet eine Ära. Also die Pause jetzt ist fast gut gesetzt. Nur fast, weil ich noch gerne Sparks Challenge und San Andreas davor fertig gemacht hätte vor der Pause. Aber ich habe es dann einfach nicht mehr gepackt. Nachdem der Dezember so hart war, wollte ich einfach mal eine Pause haben. Und ich genieße das jetzt momentan auch, nicht so viel für YouTube machen zu müssen und traue fast einem Leben ohne YouTube nach. Aber auf der anderen Seite, jetzt komme ich vielleicht zum Stand jetzt, plane ich auch so viel momentan für 2014. Ich habe schon wieder auf Anhieb genug Projekte für ein halbes Jahr und da werden so viele Sachen dazukommen. Und das wird auch ein bisschen weg von Minecraft gehen zu anderen sehr unterhaltsamen Spielen. Und der Minecraft-Teil wird sich wesentlich professionalisieren auf meinem Kanal. Also ich habe jetzt das erste professionelle Format, dieses Minecraft-Mini-Tutorial. Das zweite ist ja die Epic Maps, die nicht ganz gut ankamen. Frage ich mich nur, warum. Werde ich aber trotzdem nochmal einen zweiten Teil raushauen, um zu gucken, wie das trotz allem noch ankommt. Außerdem habe ich dann noch so eine dritte Serie vor, wo ich total Bock drauf habe, weil mich das persönlich auch noch anspricht, aber da will ich jetzt noch absolut nichts verraten, die auch sehr professionell hoffentlich sein wird. Da habe ich aber noch keine genauen Sachen. Ich hatte nur gestern Nacht die Idee dazu und war sofort begeistert davon. Ja, also da ist viel Professionelles in dem Bereich geplant. Es wird dann auch weitergehen. Neue Website ist geplant. Neue Grafiken, alles neu, neues Intro, Outro, also das momentan ist da sehr, sehr viel in der Mache und sehr viel passiert. Ja, noch Sachen, die ich euch hier öffentlich leider nicht erzählen darf, weil ich, nein, das muss jetzt echt nicht sein, also es passieren auch noch Sachen im Hintergrund und ja, also ich bin momentan, auch wenn es nach Pause aussieht, nutze ich die Zeit, die ich dafür übrig habe, um sie in Planung und Ideenfindung und so weiter zu stecken. Ich möchte da noch zusammen mit Pancave, der mir jetzt schon mal geholfen hat, bei meinem Minecraft-Let's Play eine Survival-Map veröffentlichen. So viel sei schon mal gesagt, aber der verrät da genauso wenig wie ich. Außer, dass sie episch wird und außer, dass wir noch nicht sicher sind, ob wir die überhaupt so bauen können. Sagen wir mal so, meine ursprüngliche Idee hatte 50.000 Command-Blocks, die im Hintergrund die Logik machen. Wir sind jetzt als zwei Informatiker momentan hingegangen und versuchen das möglichst weit zu minimieren, skriptisieren, automatisieren, dass man das irgendwie noch vernünftig bauen kann. Also da bin ich mir wirklich gespannt, das könnte sogar eine ganze Serie werden, aber mehr werden wir definitiv nicht verraten, weder er noch ich, da braucht er ihn gar nicht anschreiben, mich auch nicht, bis das Ganze so weit draußen ist. Ansonsten neben der Professionalisierung, sag ich mal, und der Veränderung, die so kommen werden, habe ich auch viel Projekte mit anderen YouTubern geplant. Super cool. Ich will auch dann noch was ganz anderes noch ausprobieren, was momentan auch nicht so viele Leute, ich weiß, dass es ungespielt und weitermachen, oder der Max, ne? Noch nicht so viele Leute machen. Also, ja, wie gesagt, ich bin momentan sehr viel am Plan. Ich kann euch leider im Voraus, oder ich könnte euch jetzt natürlich alles bis ins Detail erzählen, aber ich glaube, das wäre langweilig, weil ich meine, manche Leute haben ja auch gern die Überraschung irgendwo und die will ich denen nicht kaputt machen. Ja, was haben wir noch so? Was haben wir noch so? Mein Musikkanal, da wird es natürlich auch weitergehen. Ich habe vor 2014 meine EP rauszubringen, also nicht nur die von meiner Band, sondern auch eine selbst aufgenommene, werde dafür also noch etliche Songs produzieren müssen, wird zeitlich nicht hinkommen, ich werde es wahrscheinlich erst 2015 dann schaffen, aber trotzdem werden da noch viele, viele Songs dieses Jahr kommen, vielleicht auch irgendwelche Collabs, meine, die Leute, mit denen ich unbedingt mal was machen wollten, sind natürlich dann Cookie Breed und Boyne Band und vielleicht auch Wunderknabe, so die anderen YouTube-Musiker, sage ich mal, die in dem Stil unterwegs sind, also wäre super cool. Mal sehen. Mit dem lieben Andy tausche ich hin und wieder mal eine Mail aus. Mehr habe ich mit ihm leider nicht zu tun. Aber ja, ich muss auch noch so, so viel lernen, hey. Boah, was Recording, Mixing und Mastering angeht. Oh je, da wird noch viel, viel auf mich zukommen. Aber auch da bin ich, glaube ich, auf einem gut stetig wachsenden Ast und darf man auch gespannt sein, wie es so weitergeht. Ja, dann auf meinem Let's Play-Kanal, wenn man mal vom Gaming-Bereich weggeht, will ich auch ein bisschen mehr Richtung Real Life machen.
Vielleicht sogar ein wöchentliches Vlog-Format, das wäre super gut. Ich habe noch nicht genau eine Idee. Ich will nicht sowas machen, wie es schon auf anderen Gaming-Kanälen gibt, wie zum Beispiel Denastag oder Monday in the Zone von Kedos oder ich weiß, viele andere YouTuber machen das auch, so ein Vlog pro Woche. Ich habe noch nicht genau die Ideen, was ich, in welche Richtung ich gehen will. Also ich hatte ja mal Skate Uncut, wo ich so Sachen zusammenfasse von meinem Kanal. Ich habe Skate kommentiert, wo ich Kommentare kommentiere, was ich cool finde. Ich könnte aber auch in Richtung von News gehen, dass ich pro Woche ein Spiel vorstelle, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte, was für mich jetzt aber ein ziemliches Problem wäre, weil ich mich so arg in der Branche gar nicht umgebe, öfters mal auf ein cooles Spiel spiele, aber ansonsten halt vor allem Minecraft und irgendwelche AAA-Titel, sage ich mal, zocke, die eh jeder kennt. Also ein unbekanntes Indie-Game oder sowas vorstellen, da habe ich schlichtweg gar nicht die Ressourcen dafür. Oder auf irgendwelche Themen, die nichts mit Gaming zu tun haben, also da bin ich noch absolut unschlüssig und da könnt auch ihr mir sehr weiterhelfen, indem ihr mir einfach sagt, ja, was wollt ihr sehen? Das heißt, es ist relativ bescheuert, nach über 30 Minuten Zuschauer dazu aufzufordern, Kommentare zu schreiben, weil ich weiß, dass jetzt momentan von den paar Tausend, die sich hoffentlich dieses Video hier ansehen, vielleicht noch nur noch wenige hundert überhaupt hier sind, um das jetzt hier zu sehen. Das ist ganz normal bei einem so langen Video. Also was ich auf euch jeden Fall damit sagen will, ist, 2013 war ein Hammerjahr. Ich bin ordentlich K.O. nach wie vor. Also ich habe mich noch nicht davon erholt. Es war aber auch auf emotionaler Ebene und sowieso sehr interessant. Also, wow. Ne? Nicht, dass ich im Hintergrund jetzt irgendwie das erste Semester und das zweite Semester geschafft habe und die krassesten Klausuren, mit denen die Leute rausgeschmissen werden, im Studium bestanden habe, noch nebenher. Auch auf YouTube ist einfach so viel passiert und in allen Bereichen. Das Einzige, was zu kurz gekommen ist 2013, ist definitiv das Skating. Ich habe Skate in meinem Namen, war aber so wenig wie noch nie Skateboarden. Liegt vor allem auch dran, dass ich dann angefangen habe zu Longboarden und das momentan einfach irgendwie geiler finde. Weil ich irgendwie lieber rumfahre und rumcruise, als in Slow-Mo Tricks zu machen. Aber da jedem das seine und da habe ich auch immer unterschiedlich Bock. Aber ganz interessant, ne? Mein YouTube-Kanal, so Skate 702, scheiß Name. Inzwischen aber wenigstens bis auf Facebook einheitlich überall erreichbar. Da wird im Februar auch noch was kommen zu Facebook. Da werde ich auch noch was Neues veröffentlichen, was es so auch noch kaum gibt. Wo ich einfach mal mit euch ein Experiment starten möchte nochmal. Ansonsten auch einheitlich inzwischen als Skate 702, YouTube, Facebook, nicht Facebook, Twitter, Webseite erreichbar. Ja, nur irgendwie am Skaten ist er nicht mehr so dran. Das ist eben das Opfer, das man bringen muss. Man kann nicht alles machen. Und dieses Jahr war es auf jeden Fall YouTube. Und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr so weitergeht. Wenn alles immer noch professioneller und noch größer und noch cooler werden soll. Ich bin mal gespannt, wann tatsächlich das erste Jahr sein wird. Ich meine, das ist jetzt mein viertes Jahr so gesehen auf YouTube. Wenn man 2010 dazu zählt, 2010, 11, 12, 13. Nee, dann ist es sogar mein fünftes Jahr jetzt. Kann das sein? Ja, nee, eigentlich mein viertes, weil ich habe eher so Ende 2010 angefangen, ja. Also mein viertes Jahr auf YouTube und bis jetzt war jedes Jahr krasser als das andere und ich habe immer gedacht, jetzt kann es nicht noch krasser werden und dieses Jahr wurde es dann eben nochmal krasser. Ich bin gespannt, wann das erste Jahr sein wird, wo ich tatsächlich hier Rezession fahre und das Jahr nicht so geil wird wie das davor. Hoffentlich wird das nicht 2014 und hoffentlich auch nicht 2015. Aber irgendwann wird auch das passieren. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie lange die Geschichte YouTube so noch weitergeht. Momentan haben die Let's Player ja genug Probleme zum Kämpfen mit etwa das Content-ID-System und die ganze Geschichte, was da im Hintergrund steht, was viele Leute den Kopf kostet, wo ich auch schon öfters drüber berichtet habe. Ja, ja, man darf trotz allem gespannt sein und vielleicht, um jetzt das hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen, mal, ja, sage ich doch jetzt schon. Das war's. Ich glaube, ich habe großteils alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Hoffentlich haben ein paar von euch bis hierhin geguckt. Wenn ja, könnt ihr ja jetzt irgendwas Cooles in Kommentare schreiben. Vielleicht gerade irgendwas Cooles, wörtlich. Ne? Dann weiß ich, wer bis jetzt geguckt hat. Oder können wir sonst irgendwas... Ja genau, Hashtag. Wir machen irgendwas mit dem Hashtag. Hashtag voll cool.
Nee, voll Kiwi, Alter. Das ist voll Kiwi. Jugendwort 2014, voll Kiwi. Also Hashtag voll Kiwi in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ich gucke mir das an. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare ich am Schluss tatsächlich habe und wie die Zuschauerbindung war. Dann weiß ich nämlich, wie viele von euch jetzt zu faul waren. Ja. YouTuber haben da teilweise wirklich erstaunliche Analysierungsmöglichkeiten, um herauszufinden, was die Zuschauer so treiben wird im Video. Also wir überwachen euch hier Videoüberwachung, ne? Also wenn ihr euch daneben her einen, ihr versteht mich, dann sehen wir das. Also wir sehen das nur zensiert, aber okay, genug geredet, hey. Es ist schon wieder 11. Eigentlich noch eine normale Zeit, aber in letzter Zeit versuche ich ja meinen Schlafrhythmus wieder reinzukriegen. Sprich, nur noch 4 Uhr morgens auf Twitter und nicht mehr 8 Uhr morgens auf Twitter. Nein, im Ernst. Ich will das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Dankeschön für alle, die bis hierhin geguckt haben. Das war der Rückblick von meinem Jahr 2013 mit einem anderen Mikrofon. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt anhört. Ich hoffe, da ist jetzt nichts schiefgegangen, sonst darf ich jetzt nochmal eine halbe Stunde das ganze Zeug nochmal quatschen. Boah, ich hoffe echt, dass es gut geht. Und ein kleiner Ausblick auf 2014. Bin gespannt, bei wie vielen Sachen ich da auf die Nase fallen werde und wie viel nicht klappen wird. Und am Schluss des Jahres werde ich sagen, ach, ja, so viel wie ich mir vorgenommen habe, da hätte ich jetzt 2 Jahre für gebraucht. Und ja, letztlich ist doch jedes Jahr immer nur dasselbe geile, interessante, neue, coole, andere Jahr. Nicht wahr? Das ist irgendwie, man schwimmt irgendwie auf dem Fluss von YouTube mit und damit schließe ich vielleicht jetzt hier. Danke an euch alle, die ihr das hier möglich macht, weil ohne Zuschauer ist ein YouTuber nichts. Er hat dann zwar seine Videos, aber er hat nicht das, was YouTube ausmacht, das Feedback und die gewaltigen Communities, die es teilweise gibt. Ich bin über das Jahr hinweg nicht der größte Let's Player geworden, war ich auch davor nicht und werde ich auch nie sein. Wir werden nie die krasse Über-Community sein, aber wir werden die Skate-702-Community sein. Und gerade auch da möchte ich nächstes Jahr noch viel mehr mit euch auch machen. Hab Projekte geplant, wo ihr, also ich habe jetzt allein schon 3 Projekte, wo aktiv Zuschauer, egal ob sie jetzt selber einen Kanal haben oder einfach nur mal eine Runde quatschen wollen oder mitzocken wollen, aktiv teilnehmen können. Also das ist mir ziemlich wichtig, da habe ich viel gemacht dieses Jahr und da möchte ich noch mehr machen nächstes Jahr. Und was heißt nächstes Jahr, also dieses Jahr, also 2014. Und jetzt verschiebe ich schon den Popschutz von meinem Mikrofon und sage, das war's, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos und Dankeschön. Auf ein geiles 2014. Und ich bin mal gespannt, was der Song von diesem Jahr wird nach Gundam Style. Und what tun die Füchse so sagen. Bis dann. Ciao.